Stefan Chapuisat, Knipser vom Dienst in den goldenen 90er Jahren. Ein Malocher mit Treffern am Fließband. Schon früher kein Mann der großen Worte. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Ich denke, wenn man als Spieler hier spielen darf, in Dortmund, wenn man das erste Mal da, nämlich kam aus der Schweiz nach Oedingen und ich weiß noch, mein erstes Heimspiel hier war natürlich schon etwas Spezielles, vor der Südtribüne zu spielen. Und ja, wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt als Mannschaft mit den Fans und ich denke, für mich eine unglaubliche Zeit hier gehabt und nur ganz schöne Erinnerungen. Insgesamt bleibt Schappi 8 Jahre in Dortmund. Eine super erfolgreiche Zeit mit vielen Titeln. Und er trägt maßgeblich dazu bei, sie einzufahren. Der Schweizer knackt als erster ausländischer Spieler die 100-Tore-Marke in der Bundesliga. Am Ende sind es 123 Pflichtspieltreffer für den BVB. Ja, es war natürlich schön, vor allem die wichtigen. Ich bin ja von Uerdingen gekommen nach Dortmund mit dem Ottmar Hitzfeld 1991 und Dortmund hatte auch ein paar schwierige Jahre und wir haben etwas aufgebaut. Der damals 22-Jährige schlägt direkt ein. In seiner ersten Saison landet der Angreifer mit 20 Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste, genauso wie Borussia in der Ligatabelle. Den ersten Titel mit dem Verein feiert unsere Nummer 9 dann 3 Jahre später, leider auf Krücken. War natürlich unglaublich, 94, 95. Leider durfte ich nicht auf dem Spielfeld sein, weil ich da verletzt war. Aber wir hatten eine super Saison, viel Vorsprung. Und am Schluss haben wir noch gezittert, aber es ist dann ja, etwas Unglaubliches wahr geworden, da 1995. Insgesamt muss Schappi 9 Monate lang pausieren. Zur Rückrunde der Spielzeit 95-96 ist der Stürmer dann aber wieder einsatzbereit. Nach seinem Comeback braucht er allerdings etwas, bis er wieder der Alte ist. Trotzdem setzt Ottmar Hitzfeld auf ihn und die beiden dürfen am Saisonende zum zweiten Mal die Schale in die Luft stemmen. Bestätigung vom Titel ist immer schwieriger. Wir haben zwar nicht eine super Saison gespielt, aber ja, wir waren auf einem guten Niveau und es war auch sehr schön, diesen Titel. Und es geht weiter nach oben, sogar bis auf den europäischen Thron. Die Krönung seiner äußerst erfolgreichen Zeit bei Schwarz-Gelb und Chapuisat leistet erneut Pionierarbeit als erster Eidgenosse mit dem Henkelpott in den Händen. Für mich natürlich als Schweizer da so ein Champions League-Finale ist etwas, was man eigentlich gar nicht davon träumt. Und dann gegen Juventus hat man ein bisschen Respekt, aber ist klar, unsere Spieler mit viel Erfahrung haben klar, ja, wir gewinnen das Spiel und dann glaubst du auch dran und am Schluss ist es auch so gekommen. Der größte Triumph der Vereinsgeschichte wird natürlich gebührend begossen. Die Borussen feiern durch, bis zum Wochenende. Da steht allerdings noch ein Bundesligaspiel auf dem Programm. Köln konnte noch im UEFA-Pokal sich qualifizieren mit einem Sieg gegen uns. Und es war speziell, weil bei Köln spielte Bodo Schmidt und ich war während x Jahren mit ihm im Zimmer beim BVB und ja, natürlich, wir haben da gewonnen. Sie haben den UEFA-Platz verpasst und ja, es war für ihn ein bitterer Moment und bei uns, trotz Müdigkeit, ist alles gelungen. Nach dem Triumph in der Königsklasse bleibt der Goalgetter noch 2 weitere Jahre beim BVB und liefert bis zum Ende zuverlässig ab. Kurz vor seinem 30. ist dann Schluss bei der Borussia. Schappi geht zurück in sein Heimatland, doch er kommt immer wieder gerne nach Dortmund zurück. Ja, immer schön, weil meine große Tochter ist hier geboren. Also wir sind da vor ein paar Jahren wieder mal zurückgekommen. Sie wollte sehen, wo sie auf der Welt gekommen ist. Und ja, ich war hier 8 Jahre, 2 Meistertitel, Champions League. Also ich habe viel mit Dortmund erlebt und es wird immer ein Teil hier von meinem Herzen sein.
Familiäre Bande, Einsätze für das Legendenteam und unsere Farben trägt Stefan Chapuisat sogar bei der Arbeit. Seit über 10 Jahren ist Chapi als Stürmertrainer und Chefscout bei den Young Boys aus Bern tätig. Und die sind ja bekanntlich ebenfalls schwarz und gelb.